Herzlich willkommen im Campus von SOTV. Wir sind Studenten der PH und haben uns Gedanken zum Thema Grenzgang 2016 gemacht. Im Folgenden seht ihr Beiträge über Sprache, Gender, Mobbing sowie Verantwortung, Umweltschutz und Grenzgänger. Der erste Beitrag handelt über sprachliche Grenzen. Die sprachlichen Grenzen sind unterschiedlich zwischen Österreich und Deutschland. Viel Spaß! Sind Sie schon mal über den Begriff Kaba gestolpert? Wir haben uns einmal umgehört. Eigentlich gar nicht schwer. Carina, was ist Kaba? Kaba. Ja. Was ist das Keller? Linda, was ist Kaba? Was ist was? Lina, was ist Kaba? Herr Hilzenzauer, was ist Kaba? Kaba, das ist doch in Mekka da, dieser große schwarze Würfel, wo die siebenmal außen rumgehen. Es ist einfach ein anderes Wort für Kakao. Wiener sind nicht nur die Einwohner Wiens. In Österreich sagt man dazu Frankfurter. Der erste Monat im Jahr hat zwei verschiedene Namen. Fährt man über die Grenze, ändert sich hier ein Buchstabe. Zuckersüß sind sie beide. In Deutschland isst man Spaghetti Bolognese mit Hackfleisch, in Österreich mit Faschiertem. Egal wie man es nennt, es ist immer die Zielscheibe für Papierkrümel. Ob in der Schule, in der Universität oder zu Hause, man freut sich jedes Mal darauf. Sehr geehrte Frauen und Frauen, Herren und Herrinnen. Du genderst aber alles. Ja, das wird doch von der Gesellschaft so erwartet, oder? Ja, ist das wirklich notwendig? Wir haben uns mal umgehört für euch und gefragt, was ist Gender für dich? Gender ist für mich, wenn Ausdrücke in Texten an Frauen und Männern angepasst werden. Gendern ist für mich das bewusste Differenzieren zwischen Geschlechtern, Mädchen, Buben, Männer, Frauen und das auch bewusst anzuwenden. Also Gender ist für mich das Aufzeigen, dass die halbe Weltbevölkerung nicht nur männlich ist. Die Schwierigkeit beginnt da, dann, wenn ich gendergerecht wissenschaftliche Arbeiten verfassen muss. Das heißt, die Auswüchse in diesen diversen Innengeschichten ist grenzwertig. Gender ist für mich die Gleichstellung jeder männlichen und weiblichen Person, dass es keine Diskriminierung gibt, dass es keine Unterschiede gibt, egal welcher sexuellen Orientierung man angehört. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land am Rome, Land der Hämmer, zukunftsreich, Heimat bist du großer Söhne und Töchter. Seit 01.01.2012 wurde die österreichische Bundeshymne gegendert. Übertrieben oder doch gerecht? Ich finde es sehr gut, dass die Bundeshymne geändert wird, da in den verschiedensten Bereichen Frauen benachteiligt werden und somit ein Fokus darauf gesetzt wurde. Meiner Meinung nach ist diese Aktion sinnlos, denn ich persönlich fühle mich als Frau nicht benachteiligt, wenn ich die Bundeshymne mit großer Söhne alleine höre. Es stiftet nur Verwirrung und ich glaube auch, dass es von der Bevölkerung, speziell von der älteren Bevölkerung, nicht so akzeptiert wird, wie es unsere Politik gerne hätte. Tja, ob der Sündenbock wirklich zu Sündengeist oder der Wasserhahn zu Wasserhenne wird, das werden wir wohl erst in naher Zukunft sehen. Aber wieso gendern wir überhaupt? Ich denke, dass manche sich benachteiligt und gemobbt fühlen. Sie fühlen sich mit den männlichen Begriffen einfach nicht mehr angesprochen, sondern übergangen. Was? Das nennst du etwa schon Mobben?
Ja klar, das und noch viel mehr ist Mobbing. Wir haben uns angeschaut, wo im Alltag Mobbing ein großes Thema ist. Die Schule. Ein Ort des Lernens. Ein Ort sozialer Interaktion. Die Schülerinnen und Schüler spielen, lachen und manchmal blödeln sie auch miteinander. Also auch ein Ort möglicher Konflikte. Das Foppen ist ein ganz normaler Teil des Schullebens. Doch es stellt sich die Frage, wann wird aus Foppen ein Mobben? Diesbezüglich haben wir die Psychologin Frau Jell befragt. Mobben ist Machtgewalt. Einer oder mehrere Personen probieren, ihre Macht auszuüben über meistens einzelne Personen, wobei diese über längeren Zeitraum geschädigt werden, entweder psychisch oder körperlich. Foppen im Unterschied dazu ist, man kennt es aus dem Sport, ich foppe, ich täusche, sich einen Vorteil verschaffen. Das heißt, ich probiere irgendetwas, was der andere nicht versteht oder was er nicht durchschauen kann, um mir einen Vorteil zu erschaffen. Gemobbte Kinder sind meistens in ihrem Selbstwert, das eh schon angeschlagen war, dann ganz geschädigt. Sie trauen sich überhaupt nichts mehr zu, ziehen sich zurück, werden mit den Leistungen schwächer. Manchmal werden sie auch aggressiv. Jedenfalls wird er beginnen, Auffälligkeiten zu zeigen und kann sich selbst meist nicht mehr aus dieser Rolle befreien. Soll ich Foppen unterbinden? Wenn es im Spiel und Spaß ist, ist nichts dagegen einzuwenden. Wenn aber Kinder dann schon leicht leiden, wie gesagt, starkes Leiden gibt es nicht, dann würde ich als Erwachsener hier auch eingreifen. Um einen Einblick in die Praxis zu bekommen, haben wir dazu die Pädagogin Frau Niederreiter befragt. Die Ursachen von Mobbing. Also grundsätzlich ist Mobbing ein sehr breites Thema und wenn ich es jetzt zumindest einmal auf die Schule überlege, dann denke ich an Ursachen, die Angst vor dem anderen, vor dem Fremden, vielleicht auch die Lust daran, Macht auszuüben, über jemanden zu bestimmen oder also diesen Verhaltenskodex selbst regulieren zu können. Okay, also wenn ich jetzt auch wieder aus der Sicht der Lehrperson betrachte, dann denke ich, es ist ganz wichtig, beim sozialen Lernen anzusetzen, da viel Zeit zu investieren und diese nicht ausgesprochenen Verhaltensregeln, die so in der Gruppe herrschen oder die Gruppennorm bestimmen, da ein Stück weit zu leiten in Form von Kommunikations- und Konfliktstrategien zu entwickeln bei den Kindern. Keine Minute soziales Lernen sozusagen ist umsonst investiert. Und sich nicht zu scheuen, Hilfe zu suchen, vielleicht bei Beratungslehrerinnen oder Lehrern, auf der nächsten Ebene anzufragen, wenn ich bemerke, dass da irgendetwas am Laufen ist oder wenn es mir zugetragen wird. Also dann muss ich definitiv handeln. Foppen ist also Teil der Interaktion zwischen Freundinnen und Freunden. Mobben dagegen fällt in den Bereich der Beleidigungen mit dem Ziel, anderen Schaden zuzufügen. Schlussendlich kommt es darauf an, dass kritische Situationen rechtzeitig erkannt werden und alle gemeinsam nach einer Problemlösung suchen. Wie wir von Frau Niederreiter hören konnten, trägt die Lehrperson einen großen Teil der Verantwortung. Ja genau, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Allerdings müssen auch Kinder und Eltern lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht nur im Bereich Mobbing gilt es, verantwortlich zu handeln. Wo begegnet uns denn noch im Schul- oder Studienalltag Verantwortung? Das ist eine gute Frage. Verantwortung definiert sich je nach Lebensaspekt unterschiedlich. Wo ihre Grenzen liegen und wie man Verantwortung definieren könnte, das zeigt Ihnen jetzt der nächste Beitrag.
als Mensch ist die Verantwortung einfach, ja, schwierige Sache. Fangen wir nochmal bei der Frage. Okay, die Frage kommt jetzt natürlich sehr spontan. Also Verantwortung sehe ich in mehrerlei Hinsicht. Das eine einmal Verantwortung selbst zu übernehmen mir gegenüber, aber auch Verantwortung zu übernehmen anderen gegenüber. Es ist ein Stück weit Herausforderung, sich einbringen in die Gesellschaft. Für mich ist die größte Verantwortung in diesem Beruf, dass man Kindern einfach die wichtigsten Sachen fürs weitere Leben mitgibt. Sei es das Grüßen, das Schuhbanden binden, das Recyceln. Ganz einfache Sachen sind die wichtigsten Sachen. Ich finde Verantwortung für Lehrpersonen einmal grundsätzlich sehr wichtig, nämlich die Verantwortung darüber, wie mache ich meinen Job. Bin ich den Schülern gegenüber verantwortlich, bin ich mir selber gegenüber verantwortlich, den Kolleginnen und grundsätzlich dem Schulsystem an sich verantwortlich. Die Frage könnte man sich als Pädagoge vielleicht stellen. Als Studentin würde ich sagen, dass man zwar einen gewissen Teil an Verantwortung pflegt, aber sich nicht zu viel aufbürden lassen sollte, auch mit Studierenden und so weiter. Ich denke mir, als Student sind die Verantwortung oder die Aufgaben, das zu erledigen, was die Professoren vorgeben, dass zu der richtigen Zeit die Aufgaben abgegeben werden, aber mit einer 4-Gemindeinstellung kann ich das Studium genauso durchstehen. Verantwortung für sich selber, dass es eigentlich gut geht. Für das ist man verantwortlich. Für mich als Privatperson gibt es natürlich einmal einerseits meine Familie, mein Kind, für das ich Verantwortung trage. Wie gesagt, aber auch mir selber gegenüber Verantwortung trage, dass ich auf mich auch ein Stück weit schaue. Und für Kinder ist man verantwortlich, oder? Für Kinder, wenn man welche hat, kann man auch sagen, aber wenn man keine Kinder hat, könnte man sagen, ist man auch verantwortlich, wenn man in die Zukunft schaut. Die Kinder einfach oder? Das war's dann. Aber gibt es eigentlich so etwas wie eine allgemeine Verantwortung? Wie man sehen konnte, ist es ziemlich schwierig, Verantwortung und ihre Grenzen zu definieren. In jedem Aspekt des Lebens definiert sich Verantwortung anders. Man kann nie genau wissen, welche Verantwortung man im Endeffekt tragen wird, egal wie gut man sich darauf vorbereitet. Denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und Unvorhergesehenes kommt immer. Julia, wie war es für euch, euren Beitrag zu drehen? Wie man sehen konnte, hatten wir wirklich sehr viel Spaß und die Professoren waren aufgeschlossen und waren bereit, unsere Fragen zu beantworten. Wie ich schon gesagt habe, befindet sich Verantwortung in wirklich jedem Lebensbereich wieder. Wie ist das denn bei eurem Thema? Ja, Verantwortung und Umweltschutz gehen Hand in Hand. Und inwiefern der Umweltschutz uns und unsere Lebensweise beeinflusst, das zeigt uns unser nächster Beitrag. Kennen Sie das auch? Sie haben gerade einmal eine halbe Stunde Mittagspause. In der Früh hat die Zeit wieder einmal nicht gereicht, sich sein Mittagessen oder seine Jause vorzubereiten. Dann geht man zum nächsten Lebensmittelgeschäft und holt sich dort etwas zu essen. Da steht man nun vor dem Regal und nimmt sich ein Müsli mit kleingeschnittenem Obst. Das ist praktischerweise in einem Plastikbecher verpackt und der Löffel aus Plastik wird mitgekauft. Man geht zum Getränkeregal und holt sich noch eine Plastikflasche Mineralwasser. Endlich kann man seine Jause essen und schmeißt den Müll, der anfällt, einfach weg. Aber denken wir dabei an unsere Umwelt? Wie viel kann sie noch aufnehmen und wann erreichen wir diese Grenze? Beim Diagramm ist deutlich zu sehen, dass die Industrie den größten Teil zur Umweltverschmutzung beiträgt. An zweiter Stelle folgen mit 27% direkt unsere Haushalte. Und hier können wir etwas tun. Hier liegt es in unserer Macht, wie wir leben. Unsere Welt ist im Umbruch. Lange können wir nicht mehr so weitermachen, denn die Grenze ist bald erreicht. Und was sagt der Otto-Normalverbraucher dazu? Ich denke, dass die Klimaerwärmung viele verschiedene Ursachen hat. Den Hauptteil trägt eindeutig die Industrie davon, meiner Meinung nach. Wir produzieren einfach zu viele Abfälle. Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, nachhaltig zu denken, weniger Plastikmüll zu produzieren und Dinge öfter zu verwenden oder reparieren zu lassen und nicht immer gleich, wenn ein Handy zum Beispiel kaputt geht, ein neues zu kaufen.
Ich würde sagen, dass der Mensch seinen Teil zum Klimawandel beiträgt, aber bestimmt gibt es auch einen natürlichen Prozess, wie es ihn in der Erdgeschichte schon öfter gegeben hat. Ich denke, dass der Mensch einen sehr großen Teil zum Klimaerwärmung oder zum Klimawandel beiträgt. Natürlich gibt es auch im Laufe der Geschichte natürliche Faktoren, die immer wieder Eiszeiten hervorgerufen haben und dass sich das Klima auch wieder erwärmt. Dennoch haben wir mit unserer Wegwerfgesellschaft und diesen industriellen Maßnahmen, die sich dann erst im Laufe der Zeit und erst seit kurzem entwickelt haben, einen großen Anteil daran, dass wir nach und nach unsere Umwelt immer weiter zerstören. Ich denke, dass der Mensch diesen Vorgang beschleunigt, wie zum Beispiel durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Ich selbst fahre mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sehr selten mit dem Bus. Ich versuche Plastikmüll zu vermeiden, indem ich zum Beispiel beim Einkaufen keine Plastiksackerl verwende, sondern das Obst dann in einen separaten Sackerl gebe, das nicht aus Plastik besteht. Und ich versuche generell meinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Ich gründe Mitfahrgelegenheiten, versuche weniger Kunststoff zu verbrauchen und habe mir vorgenommen, öfter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und das Fahrrad zu verwenden. Mit kleinen Taten im Alltag kann jeder von euch seinen Beitrag dazu leisten. Denn es liegt an jedem Einzelnen von uns, unseren Lebensraum zu erhalten und ihn nicht zu zerstören. Das große Thema Grenzgang 2016 haben wir bekommen und ihr habt euch auf das Thema Umweltschutz konzentriert. Wie seid ihr darauf gekommen, Kerstin? Ja, Schutz und Umwelt haben sehr viel miteinander zu tun und da die Umwelt unser Lebensraum ist, sollten wir alles daran setzen, diesen auch zu schützen. Und wie wir eben schon im Beitrag gesehen haben, können wir das auch sehr einfach in unseren Alltag integrieren. Da hast du recht. Ich denke, wenn jeder nur einen kleinen Schritt machen würde zum Thema Umweltschutz, dann wäre das doch schon mal ein Anfang. Jetzt switchen wir zum Thema und wir nehmen den Grenzgang nochmal etwas genauer unter die Lupe. Frau Staubdumm hat sich vorgenommen, ihr eigenes kleines Stückchen österreichische Grenze zu schützen. Wie es ihr damit gegangen ist, sehen wir nun. Viel Spaß! Das hier ist Frau Staubdumm. Sie liest in der Zeitung, dass es an der Grenze schon wieder 5 Kilometer Stau gegeben hat und macht sich Sorgen, weil sie dieses Wochenende auch über die Grenze muss. Sie versteht nicht, was es mit dem ewigen Thema Grenzschutz auf sich hat. Die Illusion des Grenzschutzes. Österreichs Grenzen sind eher leicht zu schützen, weil Österreich in Relation zu seiner Größe und Bevölkerung extrem kurze Grenzen hat. So entfallen auf einen Staatsbürger gerade einmal 31,10 cm an Grenzlinie. Die Expertin Frau Dr. Zöllner ist da aber anderer Meinung. Wir haben sie zu diesem Thema befragt. Die Globalisierung fordert liberale Staaten heraus, ihre Grenzen auf die gestiegene Mobilität einzurichten. Frau Staubdumm stellt sich die Grenzkontrolle sehr leicht vor und probiert es selber mit einem Experiment aus. Sie versucht einfach, ihre 31,10 cm der Grenze zu schützen. Grenzgängern, wie er sich oder sie gefühlt hat beim Übersteigen unserer Grenze. Theresa, wie hast du dich gefühlt? Also ich habe vom Haus A ins Haus C müssen und irgendwie ist das einmal ein Fuß gewesen und es war mir egal, genommen. Ich habe hier jetzt noch einen Grenzgänger für uns, das ist der Thomas. Und der Thomas erzählt uns jetzt auch noch, was er sich dabei gedacht hat, als er unsere kleine Grenze überstiegen hat. Bitte schön. Ich musste einfach auf die andere Seite. Und dann bist du einfach drüber gestiegen und es war dir egal, dass jemand hier gestanden hat und die Grenze überwacht hat? Ja. Man kann nur hoffen, dass sich Frau Staubdumm an das Wohnen an der Grenze gewöhnt. Schließlich war sie schon vorher da und wird wohl auch dort bleiben. Das Thema Grenzgänge wurde ja nun in allen Beiträgen komplett unterschiedlich interpretiert. Das ist auch sehr wichtig. Schließlich kann man...
So, schließlich zeigt es die Kreativität und die Vielfalt, die man bei einem Thema an den Tag legen kann. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, uns dabei zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal bei SOTV. Tschüss!